So einen schönen guten Morgen zum Abschlusstag nicht nur des vierten Moduls des Fasziencoaching, sondern auch der ganzen Fortbildung. Ein Gedanke ist dabei, habe ich gedacht, das ist so, wenn man viel gemacht hat, dann hat man eventuell Lust, noch mal ein bisschen was auszuprobieren und zu gucken, was geht und was geht nicht und so ein bisschen Gas zu geben, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also das war so der Gedanke, gesagt, ich gebe euch mal noch so was sehr vielleicht Hochenergetisches mit und guck mal, ob das Spaß macht, ob das den Effekt auch erzielt, wie ich mir das vorstelle. Aber es zeigt nochmal, was man so alles mit innerer Bewegung alles machen kann. Dann, wir fangen an von außen nach innen. Und zwar auch mit einer sehr einfachen Übung. Das war gerade auch in der Theatersache schon öfter drin. Es gibt dieses natürliche Bedürfnis, sich zu strecken und sich zu recken. Also auch das ist schon eigentlich eins der besten Sehnen- und Faszienprogramme, was man sich vorstellen kann, hat die Natur eh zur Verfügung gestellt. Und man muss eigentlich nur einem Impuls folgen und sagen, wo will ich denn gerade hin? Und das machen wir jetzt mal. Folgt einfach mal, wo ihr sagt, da würde ich mich mal dehnen und strecken. Und mal alle Richtungen einfach mal, guck mal, was geht oder was wäre im Moment schön. Und möglichst so lange, bis ihr spürt, dass irgendwie im Atem sich auch was verändert. Manchmal bleibt er ja ein bisschen stocken oder man will so ein bisschen gähnen oder tief Luft holen. Und da gehen viel mehr Richtungen, als man eigentlich denkt. Könnt auch eins. Ja, da geht alles Mögliche, was man so hat. Dann kommt wieder zur Ruhe langsam. Und daran kann man sehen, nichts gegen äußere Bewegung. Das ist wunderbar. Das kann man nur nicht immer überall gleichzeitig machen. Während das innere Regeln geht fast immer, man muss nur dran denken. Und dazu setzen wir uns jetzt so rum auf den Stuhl. Der Vorteil in dieser Haltung, im Gegensatz zur, wenn ich mich hinten anlehne, ich kann mich hier komplett locker machen, ich kann mich draufstützen. Also ich muss mich gar nicht halten. Aber versucht jetzt innerlich genau dasselbe zu machen. Schließt die Augen und nehmt euch eine einzelne Dehnung und Streckung. Wegen mir die, mit der ihr angefangen habt. Und bringt die in den Körper und regelt euch möglichst weit dort hinein. Und dann nehmt die, die als nächstes kommt. Und es gibt bei mir, das könnt ihr sehen, es gibt eine leichte äußere Bewegung, weil der Körper will ja in eine andere Position. Die ist aber viel, viel kleiner als die gefühlte innere. Also gefühlt ist es innerlich viel größer als das, was ich äußerlich tue. Und das ist so, als das könnt ihr durchaus, kann man das locker im Büro oder am Schreibtisch machen oder wo immer man steht und man kann sich abstützen. Und es gehen auch solche Dehnungen, vorher hatte ich so die Finger mal durchgestreckt, selbst sowas könnt ihr versuchen, das geht.